Volker Reifenberger von der FPÖ ist der nächste Redner in dieser Debatte. Sehr geehrte Damen und Herren, eines vorweg, natürlich unterstützen wir die Erhöhung des Künstlersozialversicherungsfonds von 5 auf 10 Millionen Euro. Es war eigentlich schon im Frühjahr klar, dass die 5 Millionen für das ganze Jahr nicht ausreichen werden. Daran ist aber nur zum Teil Covid-19 schuld. Die wahren Schuldigen sitzen eigentlich hier links und rechts von mir auf der Regierungsbank, beziehungsweise würden hier sitzen, wenn sie heute da wären. Mit der Politik der Angst unserer Bundesregierung, mit völlig überzogenen Maßnahmen, haben wir vieles in unserem Land zum Erliegen gebracht. Die Wirtschaft, die Arbeitsmarktsituation, den Städtetourismus, die Nachtgastronomie und ganz besonders die Kunst- und Kulturlandschaft. Wer aus einer Fliege einen Babyelefanten macht, darf sich nicht wundern, wenn am Ende der Porzellanladen kaputt ist. Wenn Sie den Künstlern erlauben würden, ihre Kunst frei von sinnlosen Restriktionen ausüben zu dürfen und wenn Sie parallel dazu endlich damit aufhören würden, die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen, dann bräuchten wir diese heutige Gesetzesnovelle gar nicht. Aber Sie spielen mit den niedrigsten und ältesten Instinkten und Gefühlen der Menschen. Sie versetzen sie in Angst. Und Menschen, die Angst haben, neigen dazu, alles zu glauben, hinzunehmen und über sich ergehen zu lassen. Und wie wir inzwischen wissen, arbeiten sie ganz gezielt mit der Angst der Bevölkerung. Und der Mund-Nasen-Schutz ist das Symbol ihrer Angstpolitik. Die Maske ist nur ein Symbol, nicht mehr und nicht weniger. Und das Gefasel der zweiten Welle dient auch nicht unbedingt dazu, der Bevölkerung Sicherheit zu vermitteln. Und diese toxische Mischung aus Beschränkungen und Grundrechtseingriffen einerseits und der Verängstigung der Bevölkerung auf der anderen Seite, das ist pures Gift für die heimische Kunst- und Kulturlandschaft. Daher müssen Sie jetzt viel Geld ausgeben, sehr viel Geld. Koste es, was es wolle, hat es geheißen. Sie reden sich leicht, dann ist es ja nicht Ihr Geld, es ist das Geld des Steuerzahlers. Und das Geld der anderen auszugeben, ist relativ einfach. Aber auch alle Ihre Rettungspakete werden es nicht schaffen, den Schaden wieder gut zu machen, den Sie, ja Sie, die Regierung, angerichtet haben und nicht das Virus. Geben Sie den Künstlern, aber auch allen anderen Menschen, die alte, die richtige Normalität wieder zurück und beenden Sie diesen Corona-Wahnsinn. Volker Reifenberger von der FPÖ kritisiert in seiner Rede die Bundesregierung. Mit einer Politik der Angst habe man unter anderem auch der Kultur- und Veranstaltungsbranche geschadet.